Jörg Gramm und ich bewirtschafte zusammen mit meinem Sohn eine Vater-Sohn GbR, mit meinem Sohn Moritz Gramm, hier in Grebenstein, ganz im Norden von Hessen. Wir haben hier einen landwirtschaftlichen Betrieb mit Ackerbau, der im Schwerpunkt die Futtermittel für unsere Tiere, die Schweine und die Hühner erzeugt. Nebenbei haben wir dann auch noch ein bisschen Zuckerrübenanbau für die Zuckerfabrik in Warburg. Außerdem produzieren wir noch Leguminosen, im Moment über das hessische Halmprogramm, die dann auch alle im Betrieb über die Tiere gefüttert werden. Wir haben eine größere Schweinemast hier auf dem Betrieb, die eigentlich über Verträge vermarktet werden. Seit einem Jahr füttern wir auch genfrei und vermarkten die Tiere entsprechend mit Aufschlägen. Im Legehennenbereich vermarkten wir die Eier, die wir hier auf dem Hof produzieren, komplett direkt. Das heißt, hier haben wir schon einen relativ kurzen Weg. Der Radius ist eigentlich so um den Hof drum, maximal 20 Kilometer in der Vermarktung, was eigentlich ideal ist. Ich halte die Öffentlichkeitsarbeit für sehr wichtig für die Landwirtschaft und zwar für jeden Landwirt und in allen Formen, dass der Landwirt persönlich zu Hause in seinem Umfeld immer wieder den Ist-Zustand der Landwirtschaft seinen Dunstkreis erklärt. Der nächste Schritt ist, dass man das regional macht, genau dasselbe Spiel eigentlich moderne Landwirtschaft zeigt, so wie wir heute wirtschaften wollen und müssen. Und im dritten Schritt dann auch überregional auf ganz großer Ebene immer wieder dasselbe zeigen. Was läuft hier? Was haben wir für Probleme? Wie versuchen wir, diese Probleme zu lösen? Nachhaltigkeit bedeutet für mich, dass ich mit den Ressourcen, die mir anvertraut wurden aufgrund meines Besitzes oder meines Berufes oder meines Engagements, dass ich mit diesen Ressourcen verantwortungsvoll umgehe. In der Zukunft stellen wir uns ganz klar vor, dass wir noch mehr Strom selber erzeugen und den Strom auch nahezu oder unseren eigenen Verbrauch zu 100% dann auch über die Erzeugung nehmen können. Dazu gehört ein Pufferspeicher, dazu gehört ein neues EEG, das ist eine Hoffnung. Das Zweite ist natürlich noch im Sinne der Autarkie, Eigenversorger in fast allen Bereichen zu werden, vielleicht sogar auch über den Strom die Heizquellen dann zu bedienen, die wir hier auf dem Hof haben. Das Weitere ist die Vermarktung, was uns bei den Hühnern schon gelungen ist, würden wir gerne bei den Schweinen auch machen, dass wir wirklich die Vermarktung noch regionaler und noch mehr in eigener Hand haben. Das Projekt 100 nachhaltige Bauernhöfe ist für mich eigentlich ein Spiegel. Für mich selber erstmal, um zu sehen, was habe ich schon gemacht und welche Möglichkeiten gibt es noch. Aber genauso für meine Kollegen, um zu sehen, was kann man alles machen. Und letztendlich auch für die Gesellschaft. Wir wollen der Gesellschaft zeigen, dass die Landwirtschaft nur im Kreislauf funktioniert.